Hey, hallo Leute, ich bin heute in meinem Camp. Heute soll es eine neue Folge von Shoot and Fun geben, und zwar mit dem Baikal MP61, und ich hoffe doch, ihr seid dabei. Ja, an das Baikal bin ich relativ günstig gekommen über Igan. Hab's dort gebraucht, gekauft. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf gewesen. Ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her. Alles ist vollständig. Bedienungseinleitung mit dabei. Das stört ein bisschen den Wind. Und was beim Baikal auch noch witzig ist, ich habe hier mehrere Magazine. Ein Magazin hat eine Kapazität von 5 Schuss. Das bringt einen ziemlichen guten Launo-Faktor beim Schießen. Und wie gesagt, habe ich davon mehrere, ganz genau 6 Stück, wären also 30 Schuss. Ich würde jetzt mal ein paar laden. Das ist ganz easy, einfach das Magazin hinlegen. Ich hoffe, man kann jetzt was sehen. So sieht es aus. Ganz einfach zu laden, einfach mit Köpfen nach unten die Diabolos reintun oder was man da auch hat. Hier der Ladevorgang, ganz easy erklärt. Ich spanne einmal durch, das Luftgewehr ist jetzt gespannt, der Hebel ist hinten. Ich gehe einfach hier ran mit dem Magazin, ganz easy. Schieb das hier rein, klapp wieder zu. Und es ist fertig für den ersten Schuss. Hier haben wir einen größenverstellbaren Schaft, ist ein bisschen so wie beim amerikanischen Karabiner. Hat so weit rausgeschraubt, wieder ein Stückchen rein. So. Und dann ziehen wir das mal aus. Gut, es ist jetzt nicht so ein riesen Unterschied, vielleicht 4-5 cm, wenn überhaupt. Aber mir selber ist es von der Größe dann durchaus angenehmer. Und passen wir. Allgemein ist das Ding relativ klein, relativ leicht. Ja, wirkt ein bisschen wie Spielzeug, aber ihr werdet sehen, macht Laune. Bei dem Baikal ist natürlich ganz entsprechend wichtig der Repetiereffekt. Der bringt den Spaß. Zur Verarbeitung kann ich jetzt nicht so viel sagen, ob das wirklich gut oder schlecht ist. Das heißt immer, die Russen bauen einfach und robust. Aber nur weil die jetzt den T-34 im Zweiten Weltkrieg so gebaut haben, heißt es ja für das Luftgewehr hier ja eigentlich noch nichts. So, jetzt mal im Test der Schuss auf eine Zielscheibe, auf ein Ziel. Leider ist das, was ich vorbereitet habe, ist leider nicht so. Das hat heute mal wieder alles mal nicht so geklappt. Und die Zielscheibe, die ich geplant hatte, habe ich leider nicht. Deswegen werde ich hier eine Seite aus einem Katalog nehmen. Ja, das ist natürlich ein bisschen krass. Das ist jetzt natürlich ein echtes menschliches Ziel. Ein Bild aus einem Katalog, aus einem Arbeitsklamottenkatalog, ein Waldarbeiter. Also bitte hier keine falschen Interpretationen. Es geht mir hier einfach nur ums Ziel. Und ich weiß, es ist eigentlich ein bisschen blöd. Schießen werde ich diesmal von der Frontseite des Golf ist aus, quasi als wäre ich im Schutz eines Fahrzeuges.
mal eine kurze Schussanalyse. Ich hatte eigentlich auf den Kopf, auf den Körper und in die Genitalgegend gezielt. Okay, und das ist dabei rausgekommen. Also hier einmal bzw. zweimal Schulter, einmal in den Bauch durch die Hand. Das wäre ja ganz nett. Und ansonsten zweimal daneben, so wie es aussieht. Ich weiß jetzt nicht, wo die rein sind. Man sieht hier auch keine mehr stecken. Aber naja, ich sage 3 von 5 Schüssen, nette Geschichte. Ich habe das schöne Teil jetzt seit knapp 2 Jahren. Ich hatte das kurz nach dem Hähnel. Nachdem ich das Hähnel ausprobiert habe, habe ich mir das Baikal geholt. Habe auch schon mehrmals damit geschossen, mit dem Shoot and Fun, mit dem Clip jetzt. Das hat eben seine Weile gedauert. Ich bin soweit sehr zufrieden. Ja, so viel mal zum Thema Baikal MP61 Shoot and Fun. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn ich euch dazu anregen konnte, euch so ein Ding zu kaufen, freut mich das. Ich will hier keine Werbesendung machen, einfach nur mein Eindruck von dem Teil. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Geht raus, daheim sterben die Leute.